Hallo zusammen und willkommen zu den schnellen Schnäppchen. Yay! Ja, auch heute habe ich mal wieder etwas für euch rausgesucht. Und zwar geht es diesmal natürlich um das Spiel Mountain Blade Warband. Das ist gerade bei Steam, gibt es das gerade günstiger. Und zwar, wupp, hier sieht man schon, mittlerweile für 6,79 Euro. Wer es noch nicht hat, unbedingt kaufen. Das Spiel ist sowieso ein super Spiel. Moment, vielleicht kann ich das mal kurz hier gemutet laufen lassen. Dann sieht man zumindest schon mal so ein bisschen was davon. Also das ganz coole ist, das ist ein Sandbox-Spiel, so RPG-artig, aber Singleplayer. Natürlich, du baust deine eigenen Armeen auf, du kannst Lord werden, du kannst aber auch einfach herumlaufen und irgendwelche Leute angreifen. Du kannst also auch Bandit sein und alles. Es ist eigentlich sehr cool. Die Grafik ist jetzt schon ein bisschen älter, aber das Spiel ist um einiges anspruchsvoller, als man so erstmal denkt. Besonders auch so, was das ganze Blocken angeht. Da ist es tatsächlich Chivalry Medieval Warfare tatsächlich überlegen. Das muss ich so mal sagen. Das ist tatsächlich um einiges besser. Jo, außerdem eine sehr tolle Community, muss ich hier auch nochmal kurz erwähnen. Gibt es schon seit Jahren und sehr viele Mods. Das Spiel ist nämlich modbar. Da gibt es von Horden, Matches bis hin zu den merkwürdigsten Spielen, die ich da je hatte, mit irgendwelchen Riesen und was weiß ich, gab es da alles. Also da wird eigentlich jeder fündig. Da gibt es sogar so eine Art Thief Town damit. Jo, weiter geht's hier mit den DLCs, und zwar gibt es noch Napoleonic Wars und Viking Conquest Reforged Edition dazu. Ja, Mundfasching. Napoleonic Wars ist ja schon eine ganze Weile raus. Da gab's glaube ich auch noch With Fire in Sword, das ist aber jetzt anscheinend nicht dabei. So, hier sieht man noch mal ein bisschen was. Das spielt nämlich dann natürlich zur Zeit der Napoleonischen Kriege. Und auch da gibt es sehr viele, wirklich sehr viele Mods dazu. Und Napoleonic Wars wird auch sehr viel geschrieben. Es gibt sehr viel gespielt, meine ich. Es gibt sehr viele Bataillone auch in Deutschland, die sich zusammentun und diese ganzen Sachen im Multiplayer spielen. Ja, das Ganze hat nämlich auch einen Multiplayer-Modus. Also auch das normale Total War, aber auch der Napoleonic Wars hat einen Multiplayer. Und wir sehen, ungefähr so läuft der Multiplayer tatsächlich auch ab. Die Leute tun sich so zusammen. Und ja, es gibt die einen, die laufen rum und spielen die ganze Zeit nur Musik. Und es gibt die anderen, die wirklich als Bataillone kämpfen. Und wie man das Ganze schon hier sieht. Ja, okay. Aber was ich da auf jeden Fall noch zeigen wollte, was nämlich noch gar nicht so alt ist, ist der Mountain Blade Warband Viking Conquest Reforged Edition. Und da habe ich auch schon überlegt, ob ich das vielleicht selber nochmal machen soll. Moment, ich zeige mal kurz ein bisschen zum Video. Da haben sie nämlich einiges getan. Moment, vielleicht machen wir es mal mit dem hier. Da sieht man vielleicht ein bisschen mehr. Ja, es gibt jetzt zum einen mehr Taktik, verbesserte Seegefechte, es gibt jetzt mittlerweile mehrere Optionen, die auch nicht dem Kampf so entsprechen. Das heißt, man kann jagen gehen, man kann irgendwo Sachen abbauen, also so Minen und so weiter. Das ist schon ganz cool gemacht, und hier, es baut eben immer sehr auf diese ganz große Landschaft und diesem Sandbox, wo halt alles passieren kann. Ist schon ganz cool. Das will ich euch auf jeden Fall mal ans Herz legen, und ich habe jetzt bestimmt schon ewige Minuten drüber gequatscht. Gibt es jetzt gerade eben auch nochmal für ein Apfel und ein Ei 50% Rabatt, und da möchte ich euch nochmal kurz etwas raten, wenn ihr euch das Spiel kaufen möchtet. So, es gibt die Möglichkeit, das ganze Spiel hier als Full Edition zu kaufen. Die Full Collection kostet 19,99 €, oder ihr könnt die Sachen einzeln kaufen, und wenn ihr nur an diesen drei Sachen interessiert seid, also an Napoleonic Wars, an Warband natürlich, dem Hauptspiel, und
dem Viking Conquest, kauft die Sachen einzeln. Ansonsten hättet ihr noch Willfire and Sword dabei, kostet euch dann aber nochmal, ich glaube, 3 Euro oder so mehr. Von daher überlegt euch, wollt ihr Willfire and Sword dabei haben, kauft die Full Collection. Wenn ihr es nicht haben wollt, kauft die Sachen einzeln. Jo, dann gibt es heute mal wieder jede Menge Spiele von Dedelec. Die sind nämlich jetzt wieder mit ihrer Sonderaktion dabei. Und wie wir sehen, jedes Spiel, was die mal irgendwie gemacht haben, ist wohl anscheinend mal wieder dabei. Auch die ganzen Bundles, wie man hier sieht, Adventure Bundle für 9,99 € lohnt sich auf jeden Fall. Da sind dann auch Harveys neue Augen, Deponia und ich weiß gar nicht, ist Bad Monday auch dabei? Ich glaube nicht, ne? Egal, aber es gibt jedenfalls eine ganze Menge Spiele davon und ja, lohnt sich auf jeden Fall auch. Und dann kommen wir noch zum letzten Spiel, was ich ja quasi gerade noch so ein bisschen angeteasert hatte. Chivalry Medieval Warfare gibt es gerade für 3,90 €. Als ich letztes Mal geguckt habe, waren es noch, ich glaube, 2,40 € oder sowas. Also der Preis könnte steigen. Daher muss man wohl gucken. Ist ein Steam Key natürlich auf greenmangaming.com. Und ja, wie man sieht, also ich glaube, zu Medieval Warfare muss ich nicht viel sagen. Wer sich darüber noch genauer kundig machen möchte über Medieval Warfare, wir haben ebenfalls auch das ein oder andere Spiel davon gemacht. Ihr könnt also da mal ein paar Videos bei uns gucken. Tut uns jetzt auch nicht so schlecht. So, okay, das war's aber auf jeden Fall von heute mit, ja doch, 3, 4, 5 guten Spielen auf jeden Fall. Plus Dedelec, diese ganzen Spiele, wo ich gar nicht weiß, wie viele es überhaupt sind, aber da sind auch einige dabei. Also auf jeden Fall wieder für jeden was dabei gewesen. Ich wünsche euch noch eine frohe Schnäppchenjagd und sage damit, wir sehen uns wahrscheinlich in der nächsten Woche. Bis denne.